überzeugt nur die Leistung und nicht der Name. Also ich, wenn ich eine Königin haben will oder ein gutes Volk, muss von demjenigen die Leistung und nicht sein Name. Der Name ist mir völlig egal. Das kann der Herr Papst sein, das ist mir Schnurzpiepe. Servus, immer noch in Weimar. Jetzt nutze es, weil es sind noch nicht viele Leute da. Und haben wir beim Herrn von Vivital. Vivital. Und Sie wäre dann wahrscheinlich Varomed. Oder bist du auch Varomed? Nein, ich bin B-Strong. Du bist ja. B-Strong. Ich wär B-Strong, ich wär's Varomed. Also ich bin Dominik Hohl von Vivital. Ja? Und ja, schön, dass du da bist, Jupp. Dann willst du was wissen? Soll ich dir was erzählen? Wie machen wir das? Ja, wie gesagt, also ich habe da ja im Vorfeld, haben wir ja schon kurz mal Smalltalk. Ich habe weder noch zu meiner Schande, und was heißt Schande? Nicht, weil das Produkt so gut oder so schlecht ist, ich kann es nicht bewerten, aber ihr wisst, ich will ja, ich probiere sehr viel aus. Und ich habe das, also Varomed habe ich persönlich noch gar nicht ausprobiert. Ich kenne es vor ein paar, also vor ein paar Kollegen von mir, die nutzen es, die sind zufrieden damit. B-Strong habe ich überhaupt keine Ahnung. Also was ist B-Strong? Ich habe aber, ich tippe mal, dass es so in eine Richtung geht wie gestern bei so einem Vortrag. Mhm. Mit den Ergänzungsdingern. Mhm. Also mit dem idealen Aminosäureprofil. Genau. Dass die Bausteine einfach passen, dass die Biene was aufbauen kann. Und da habe ich ja, also da habe ich ja bei dem Vortrag letztes Mal schon, das hat mich gefreut, weil ich mache mir ja selber auch Futter. Und ich habe gemerkt, bei den verschiedenen Bestandteilen, dass manchmal sich die Völker komplett anders entwickeln, weil ich nicht so richtig erklären kann, warum das so ist. Mhm. Ich habe mir jetzt einfach bloß die Zutaten gemerkt und mache es genau immer so. Mhm. Und der Vortrag da gestern hat mir schon... Der hat zum mir Warum einiges mit. Genau, der hat mir eigentlich, warum ist das so? Mhm. Und ja, also das war sehr interessant, das war wirklich... Der wird also den Vortrag gleich dich mitnehmen. Ja. Randy hat erklärt, dass das, das sieht man vielleicht jetzt nicht, aber doch, das können wir das hin. Ganz kurz hinhalten. Hast du es drauf? Ja, sehr gut. Ich blende euch das, wie gesagt, ein. Randy hat erklärt, dass das Profil der Aminosäuren sehr wichtig ist. Ja. Und das ist etwas, was wir von Anfang an gewusst haben und deswegen gesucht haben, dass wir was haben, wo dieses Aminosäurenprofil dem Gelee Royal extrem ähnlich ist. Ja. Gelee Royal ist nicht drin, na klar, weil ich meine, das wäre ja nicht leistbar. Ja. Warum ist das so wichtig? Ich erkläre das immer so. Protein aufbauen, also wie wir da so stehen in Existenz, das ist für uns und Bienen gleich. Das ist ein bisschen wie Lego bauen, da gibt es verschiedene Steine. Und diese Steine werden aber aus kleineren Steinen, aus den Aminosäuren zusammengebaut. Ja. Aber jeder Stein hat einen Bauplan. Und wenn mir da jetzt Hausnummer die Regenrinne fällt, dann wird das Ding nie fertig. Und ich brauche halt alle Steine genau in dem Verhältnis, dass ich zusammenbauen kann und fertig werde. Und das Fertigwerden ist wichtig, weil wenn ich nicht fertig werde, dann gibt es ganz viel, das einfach am Ende man sagt Waste, ja, oder das Müll ist, das sie einfach wieder rauspupsen. Ja. Weil es ist zum Beispiel, es wird ja ganz heiß diskutiert, das Reizfüttern. Ja. Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen damit. Der Herr gestern aus den Staaten hat auch sehr gute Erfahrungen und er hat es ja auch wirklich gezeigt. Er hat es ja wirklich. Und ich bin mir seit gestern bin ich mir so 99,8% sicher, dass wahrscheinlich genau an dem liegt, weil halt ich habe es durch Zufall. Mhm. Ja, und er hat ja mittlerweile einen Rechner, wo man das machen kann. Das ist wirklich. Also das ist eine klasse Sache. Ja. Und das ist für der will da einspringen. Ja? Da muss man sich nämlich nicht unbedingt die ganze Zeit und Mühe machen wie du, ja? Sondern da kann man, ohne dass man das lang ausprobiert, einfach mal schauen, was ist schon Best Practice, genau. Und wie kommst du schon einmal den ersten guten Schritt weiter. Aber ich habe bis gestern gar nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, ich auch nicht. Ja. Und das ist jetzt, wenn man jetzt sagt, man hat... Warte mal, das haben wir da. Wollen wir mal ins Herd. Ja, wenn man jetzt sagt, das B-Strong, weil sowas wird ja extrem, also vor allem in Deutschland wird das extrem heiß diskutiert. Mhm. In die Staaten, da ist es ja oft so, oder in andere Länder, da wird das einfach genutzt, probiert und dann entscheidet nicht irgendwie der persönliche Einfluss, sondern der Erfolg. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Das ist ja in Deutschland, hat man ja schon mal die Hürde, man muss erst einmal so weit kommen, dass die Leute das überhaupt probieren. Ja. Ja. Da haben, ja, das war nicht leicht und es ist heiß diskutiert, ja, das ist es. Ja. Aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist ganz wichtig. Reizfütterung ist extrem wirkungsvoll, wenn ich es richtig mache. Ich kann es auch falsch machen. Also bei mir daheim, ich habe meine Frühtracht mal so prozentual circa um 50% im Schnitt seit knapp 5 Jahren erhöht. Ja. Im Schnitt.
nur weil ich meine Reizfütterung mache. Ja. Das muss natürlich der richtige Zeitpunkt sein. Also man kann jetzt nicht einfach mitten im Winter da irgendwie Regen haben, ja, weil die können ja nicht fliegen. Also ich habe aber so, wenn sie im Schnitt einmal pro Woche ausfliegen können im Frühjahr und alle spätestens, wenn der erste Pollen reinkommt, dann kriegen sie nicht einmal so Übermengen. Ja, viele sagen, da muss jetzt da 2 Kilo, sondern ganz gemütlich kriegen die da ein bisschen was drauf und dann merkt man, dass die auf einmal, die geben Gas, das ist Wahnsinn. Ja? Kennst du die Logik von der Reizfütterung? Die sozusagen die wissenschaftliche? Ja, was heißt die wissenschaftliche? Ich fütter. Die biologische. Ja, die merken, es kommt was, die Tracht beginnt. Ja. Es ist aber noch keine wirkliche Tracht da, also haben sie geschont, die sind arbeitslos, geben aber Gas durch das, dass ja ich denen das gebe. Und wenn dann die Tracht wirklich kommt, dann sind sie voll da. Und du unterstützt sie eigentlich in was die Bienen eh können. Weil die Bienen merken, es kommt der erste Pollen, es geht wieder los. Richtig. Wir brauchen jetzt wieder hier Arbeitskraft. Ja, richtig. Haben sie ja nicht mehr. Ja, genau. Das heißt, die Winterbienen, also die Königin beginnt legen und die Winterbienen müssen jetzt aber die ersten neuen Generationen aufziehen. Genau. Die Winterbienen machen das, indem die den Rest von ihrem Fettkörper, also diesem berühmten Fettkörper, verarbeiten und damit Gelee Royal generieren und die erste Generation Bienen aufziehen. Richtig. Wenn alles super war und die Winterbienen noch gut drauf sind, geht das gut. Wenn ich aber die Winterbienen da in ihrem letzten Akt der Wiederbelebung für die nächste Saison unterstütze, dann kann ich einfach diesen Mechanismus unterstützen. Ja. Das Volk kriegt eine viel stärkere Dynamik und dann ist, was du sagst, auf einmal nicht mehr verwunderlich, sondern logisch. Ja. Dann ist der erste Ertrag, aber auch die ganze Dynamik über das ganze Jahr einfach viel besser. Viel besser, ja. Ich habe eher das Problem, dass ich schaue, wenn ein Bienenvolk im Frühjahr, wenn ich das so im Prinzip hochkitzel, dass es sehr schnell so stark ist, dass Erfolg das erreicht hat, im Prinzip, dass alles da ist, Tonigräume haben voll, da habe ich eigentlich mehr das, dass ich schauen muss, dass das rauskommt, dass das Volk nicht das Limit erreicht und bremst. Weil das kriege ich nicht mehr raus, der bremst, außer ich teile es dann oder irgendwas. Aber das ist eigentlich, viele sagen zu mir im Frühjahr, wenn sie dann schauen, weil ich das mache, ob ich die vereinigt habe, warum haben da so voll drin? Die schauen Richtung Herbst hin und sagen, ja, das ist ein normales Volk und die haben im Frühjahr halt dann meistens einiges mehr. Ja, und das ist eigentlich, ich habe da jetzt meine Routine drin bei mir, wo halt ich dann einfach mein Futter dazu gebe, meine Reizfütterung mehr oder weniger. Und das funktioniert tadellos. Also ich persönlich bin voller Fan von dem. Das funktioniert auch sehr gut. Und wie du gesagt hast, die Amerikaner machen das ja, die machen das nicht seit gestern, die machen das schon lange. Ja. Bei uns geht es da, aber vielleicht lassen wir das auch weg, weil in der Diskussion werden wir auch nie fertig. Da geht halt die Diskussion los, was soll ich, was darf ich und was haben wir vor 10 und 20 Jahren gemacht, oder? Ja, aber wir sind ja hier fortschrittlich. Das Bistrong ist sicher eine klasse Sache, weil du halt, also du kannst dir natürlich selber das erarbeiten, wie du gemacht hast, was ja auch erstrebenswert ist. Sparen, ja. Du kannst natürlich das ersparen und kannst hier sehr schnell mit so einem Kapperl, also nimmst du einen Kapperl, gibst das zu so einem ungefähr einem Viertel Liter dünnem Sirup bei, kann ein bisschen mehr sein, und gibst das ganz am Anfang, wie du machst, eben, wenn es gerade wieder beginnt, wenn der erste Pollen kommt dazu. Frage, kann man das auch in einen Teig? Kannst du auch. Wir machen jetzt, kommt im Dezember oder im Jänner, das auch einmal fix fertig, also da kriegst du einen, das ist aber ein Fondant mit Bistrong. Ja. Ja. Das ist unsere Antwort, weil wir das halt kontrollieren können. Ja. Du kannst das natürlich auch immer in deinen Teig reinmachen. Also nur so jetzt hat meine Gedanken dazu, weil für mich persönlich wäre sowas perfekt fürs Frühjahr. Genau. Das unterm Jahr. Ja. Unterm Jahr oder in den Winter rein. Weil ich persönlich, also solange Honigsaison ist, wird bei mir nicht gefüttert. Ja, genau. Alles andere, was Ableger haben, weil meine Ableger kriegen ja auch meinen Teig. Ja. Weil ich einfach nicht die Möglichkeit habe, dass es flüssig mit dem zufällig, was ich ja jetzt gestern erfahren habe, mit den Amino-Dinger und so, füttern kann. Ja, das ist eigentlich nur der Grund, warum dass ich die Ableger auch dann drauflege. Weil sobald bei mir jemand Königin da ist und stiftet, dann würde ich am liebsten flüssig füttern, weil es einfach... Sie nehmen es einfach gleich auf. Geht schneller, das geht. Es ist ein, das hast du gerade sehr schön gesagt, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ich kann flüssig, gerade wenn ich es dünn und nicht viel fütter, dann kann ich das sehr gut, sehr schnell aufnehmen lassen. Dann geht es eben schnell in den Aufbau. Teige brauchen immer ein bisschen. Aber wir glauben, es ist jetzt neu, wir glauben, dass das ein super Kombo ist. Wenn du eine kleine, schnelle, flüssige Reizfütterung machst,
halt früh am richtigen Moment. Ja. Und wenn du das dazu gibst, dann hast du eigentlich eine super Startzeit. Aber wenn es mal ein bisschen schwankt, wenn es mal ein bisschen kühler wird, haben sie noch was. Ja, da wird jetzt halt, ich habe erst vor kurzem ein Video gemacht, wie ich mir dann so ein Glas fütter. Und ja. ich hab Lacher mein, weil bei denen, wenn es zu kalt wird, der füttert auch mit dem Glas. Umdreht das Glas, einfach ein paar Löcher in den Deckel rein und truff damit. Ja, klar. Da wird es jetzt auch wieder funktionieren. Ja, klar. Ja, das da wird es auch wieder. Okay, dann vielleicht schauen wir noch ganz kurz das Varo mit an. Du sagst, da können wir aufmachen. Du sagst, du machst Ameisensäure ja. und machst das erfolgreich. Das ist ja super. Ja, ja es ist, wie gesagt, ich bin rein prinzipiell und da muss ich den netten Herren aus den Staaten auch recht geben. Da muss ich ihm recht geben. Natürlich sollte man eigentlich weg von Chemie oder Säuren oder allgemein sollte man weg. Aber es ist einfach eine Lüge an uns selber. Und ich teile da seine Meinung, dass das Tierquälerei ist, wenn ich sage, ich mache das nichts und lasse sie dahin vegetieren. Sie haben ja überlebt, so einigermaßen. Das ist, finde ich, ist eine falsche Einstellung. Mhm. Und wenn ich vernünftig behandeln will, muss ich halt schauen, dass ich in Deutschland was habe, was ich darf. Ja. So. Sonst habe ich ein Problem. Vor allem ich über YouTube habe ein richtiges Problem. Und aus dem Grund, ich komme verdammt gut zurecht mit der Ameisensäure. Das hat aber vielleicht auch was zu tun, weil ich da klimatechnisch drauf achte, dass die Beute, dass das passt, dass ich da halt einfach ein Hintergrundwissen habe. Mhm. Prinzipiell wollte ich aber sehr gern weg von der Ameisensäure. Da springe ich jetzt ein. Ja, das ist meiner Zwing. Ameisensäure, wir sagen, Ameisensäure ist der stärkste Hammer. Ja? Ameisensäure ja. ist einfach ein sehr starkes Mittel. Ja? Du musst aber auch das Fingerspitzengefühl haben, dass das funktioniert, weil da kannst du sehr viel kaputt machen. Ja, und jetzt kommen wir und wir haben gesagt, was ist eigentlich, finde ich schön, wie du das gesagt hast, was ist eigentlich das Ziel? Das Ziel ist ja nicht milden töten, das Ziel ist ja starke, gesunde Bienen haben. Genau. Ja? Und wenn wir das einmal als Ziel setzen, dann ist das Konzept hier, dass wir etwas haben, was sehr gut funktioniert. Es ist sanfter als Ameisensäure, ja, also der größte Hammer ist halt der größte Hammer. Ihr habt diese Kombination von Oxalsäure und Ameisensäure. Achtung, das ist sehr, sehr wenig Ameisensäure, das ist rund 0,5%. Einfach erklärt, das ist der Booster zur Oxalsäure, ja, dass ich diese Wirkung einfach unterstütze, dass das ein bisschen länger anhält, dass ich ein bisschen weniger brauche. Wenn ich jetzt Oxalsäure kenne, sage ich immer, das ist wie Oxalsäure 2.0. Wirkt es in die Brut? Wirkt nicht in die Brut. Okay. Nein, wirkt also, nur topisch. Okay, okay. Ja, ich wende das ganz ähnlich, du darfst das auch aufmachen und schauen. Vielleicht darf ich da ganz kurz schauen, ich zeige auch noch kurz, die ist jetzt, ja genau, weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, doch da schon, da ist Propolis drin. Ja. Ja. Das ist eine ganz wichtige Komponente. Einerseits ist das für die Bienen ein Signal, hier kommt, bitte schön, hier kommt kein Feind. Ja. Ja. Andererseits hat das Propolis bekanntlicherweise, wenn wir Imker sind, diese Eigenschaft, extrem gut zu kleben und zu filmbildend zu sein. Also das hilft einfach, dass diese Einträufelung, diese Verteilung länger pickt. Ist da Zucker drin? Da ist auch Zucker drin, okay. Ja, dass das Ganze länger pickt und dann kommen wir auf diese gute Woche rauchbare Wirksamkeit. Natürlich nimmt über die Zeit ab. Und jetzt kann ich hier mit einer Blockbehandlung dreimal, ja. wenn es hart auf hart kommt, bis fünfmal. Wir haben das da versucht so darzustellen. Ja, also ich mache das dreimal und gegebenenfalls noch zweimal mehr, wenn notwendig. Dann kann ich auch in der Brutzeit sehr gut die Milben erfolgreich zu einem vertretbaren Niveau reduzieren. So. Warum ist das wichtig? Weil wenn brutlos ist, ja, dann ist immer einfach. In der Brutzeit, wenn ich nicht Ameisensäure verwenden will, da ist sehr schnell aus, was gut funktioniert. Ja, weil wenn ich nämlich Amitras und so nicht einsetzen möchte, dann komme ich am Ende wieder zu uns zurück. Ja gut, bruchfreies Stadion. Jetzt dieses Jahr zum Beispiel hätte ich hätte komplett auf die Ameisensäure im Prinzip komplett verzichten können bei mir. Und wir schreiben dieses Jahr, das ist anscheinend in Deutschland weiter so ein Phänomen gewesen, dieses Jahr haben extrem viele Völker sehr, sehr früh komplett aus der Brut gegangen. Mhm. Komplett. Also, aber gut, das sieht man. Das ist klimatisch dann ein Jahr, das strategisch halt gut für die Behandlung ist. Man weiß es halt immer im Vornherein nicht. Was ich vor ein paar Jahren mit der Technik, wo ich gearbeitet habe, mit Überfüttern kurzzeitig und dann die Behandlung. Mhm. Also ich habe im Prinzip geachtet, ich habe Ableger gebildet, relativ spät. Habe einen Großteil von den Brutbretter raus, einen Ableger gemacht. Dann habe ich ziemlich knackig 10 Kilo aufgefüttert und dann habe ich im Prinzip das Brutnest von Haus auf fast verdrängt und da war noch so ein Hauch Brutnest da und dann geträufelt. Das, super. Das funktioniert sehr gut, aber da brauchen wir ein bisschen Gefühl. Ja.
weil man es ja auch nicht zu übertreiben will, weil man sonst ja, die im Prinzip verbrennt, die Bienen vor der Arbeitsleistung. Es ist, was du sagst, jetzt, es gibt ja viele Momente, wo man behandeln kann. Ableger, immer Momente von brutlos oder wenig Brut, sind strategisch immer die besten. Das hast du jetzt gerade erklärt, das ist einfach so. Aber man muss halt durchaus schauen. Also, was ist vielleicht ganz wichtig bei Varomed? Es ist zugelassen, nicht nur für eine Behandlung nach der Ernte, sondern auch davor. Ja? Sind wir die Einzigen, weil wir den Nachweis erbracht haben, wir können nicht einmal eine Veränderung des Honigs, des Profils verursachen. Alle Inhaltsstoffe in Varomed sind aber prinzipiell natürlich und nicht verboten. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass das Honigprofil sich nicht trotzdem verändern könnte. Ja? Ja? Das haben wir nachgewiesen, dass das bei uns nicht der Fall ist. Deswegen darf ich Varomed, ich darf Varomed auch vor der Tracht einsetzen. Okay. Und jetzt wird es wichtig, jetzt wird es zum Beispiel wichtig für milde Klimata, Süden. Die haben keinen kompletten Brutstopp, die müssten im Frühjahr schon noch einmal Varroa runterholen. Ja. Wenn ich sehr gute Jahre habe, wenn im Sommer die Völker schon unglaublich stark sind, dann kann ich nach der ersten Tracht eine Zwischenbehandlung einschieben. Und wenn ich halt übers Jahr die Varroa möglichst in einem vertretbaren Bereich halten kann, alles, was ich den Bienen hier an Belastung wegnehme, das übertragen die mir ja wieder in Leistung. Richtig, richtig. Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil von dem Konzept. Mal ausprobieren. Ich habe es geschafft. Jupp sagt mir ausprobieren, jawohl. Nein, wie gesagt, ich bin ja für alles offen. Und ich sage aber, ich kann nicht mitreden, wenn ich es nicht probiert habe. Ja? Und ich muss es halt probieren. Weil ich muss halt dann, also ich kann ja jetzt schon sagen, wie das abläuft. Ich werde die Hälfte vom Stand, eine Hälfte so machen, die andere Hälfte so. Mhm. Und dann sehen, was sagt die Daten, was sagt der Ertrag. Einfach das Gesamtbild. Und so mache ich eigentlich bei allem, ja, bei allem, was ich mache. Passt. Und hast du noch Fragen? Wie viel braucht man für ein Volk? Für ein Volk brauchst du zwischen 15 und 55 Milliliter. Ja. Pro Wabengasse ist das wie? Pro Volk. Wie ist es pro Wabengasse? Wir haben es pro Wabengasse nicht angegeben, weil in der Mitte hast du mehr Bienen und am Rand weniger. Okay. Ja? Also am Rand wirst du dann nicht so viel träufeln und in der Mitte halt mehr. Deswegen pro Volk. Ja, weil ich habe so eine Automatikspritze. Ja. 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 Der ist, finde ich, ein Traum. Ja. Da gehe ich volle Waben, da gehe ich halt 5 Milliliter und am Rand halt so mit der gleichen Druckintensität. Der ist halt dann bloß 2 Milliliter oder so. So kannst du das auch machen. Also du kannst das auch so umlegen. Drehen wir es um, volles Volk, also Stärke im Sommer. Ja. Dann bist du bei 45 Milliliter. Ja. Und Wintertraube, Ableger, kleinste Einheit 15. 8 und 15 ist recht wenig. Ja, ja. Also 5 pro Wabengasse, da überschießt das weit. Okay, du brauchst okay. sehr wenig, weil durch diese Kombination wir einfach weniger Wirkstoff, weniger Oxalsäure brauchen für die gleiche Wirkung. Ja, weil es halt drauf bleibt. Das hat aber auch der nette Herr aus den Staaten, Randy Oliver, mit dem Verdampfen, wo er gezeigt hat, mit dem Verdampfen, was es überhaupt bleibt im Volk. Also das hat mich fast ein bisschen beeindruckt, dass man sieht, man braucht bei weitem, also es bleibt bei weitem nicht das drin, was man glaubt. Es geht wirklich, das ist, deswegen sage ich, das ist ein Zeitding, also ein Zeit- und Verteilungsfaktor. Du musst eine gewisse Menge reinbringen und du willst, dass die möglichst lange in der richtigen Konzentration drin bleibt. Ja, genau. Ja. Das hat mich ein bisschen beeindruckt. Weil ich dachte, hätte ich nicht gedacht und ich glaube, viele Leute, die aufs Verdampfen so schwören, denen hätte es ein bisschen das Herz gebrochen. Er sagt ja nicht, dass das funktioniert, er sagt ja nur, dass es eigentlich wahrscheinlich nur einen ganz einfacheren Weg gibt, weil einfach die Konzentration ganz anders nur braucht. Ja, ja. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir deswegen hier Weiterentwicklung, ich glaube, dass wir noch lange nicht am Ende der Reise sind. Ja. In der Imkerei ist es halt, also wir sind, das muss ich dazu sagen, wir sind spezialisiert auf Produkte für die Imkerei, auf Bienengesundheit. Es gibt da halt ganz wenige wie uns, weil es eine recht kleine Industrie ist. Ja. Aber da gibt es noch einiges zu tun. Wir arbeiten noch immer weiter. Und ja, das ist der Stand von heute. Jupp, ich danke dir sehr, dass du vorbeigeschaut hast bei unserem Stand. Ich danke dir. Ich bedanke mich bei dir, weil, wie gesagt, ich habe noch nie, weder da noch da, es ist also ein Imker-Ding, ja. Entweder keine Zeit oder einfach zu faul. Ist so. Andere Behandlungsmethode, so ein Tick Faulheit und ein Tick Angst,
das nicht klappt, weil jetzt habe ich halt keinerlei Verluste. Also das ist lächerlich, eigentlich gar nichts. Super. Und dann ein bisschen Angst bei der Umstellung, dass es dann halt einfach nimmer so klappt. Das Einzige, wo ich extrem abgeschaut habe, ist so futtermäßig, dass es ein bisschen spült damit. Das Einzige, was ich halt jetzt will, ich will halt, dass ich die Ameisensäure alles noch weiter druck. Ja. Aber leider ohne Behandlung, das hat mir ich schon. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Aber schau, ich glaube, eines ist ganz wichtig. Wenn die eigene Betriebsweise, wenn die erfolgreich ist, ja, dann ist ja konservativ sein gut. Nur es gibt ja immer wieder Jahre, die sind anders. Ja. Es gibt auch viele Leute, die haben nicht immer Erfolg. Man muss ja nicht drüber reden, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Aber ich glaube, da ist es einfach wichtig, die Werkzeuge zu kennen. Das ist ein extrem flexibles Werkzeug. Und ich kann vor allem... Ja, ich kann es mir eigentlich... Also wenn ich Probleme habe. In meiner Imkerei könnte man es gut als Dauerwaffe vorstellen. Für die ganzen Ableger, wo ich bald, für die Königinnenzucht, also für die Begattungseinheiten, weil ich vorher bild, dass ich da schon mal klinisch schon mal durchgehe. Ja. Sowas. Ja. Und wenn sie sich da etabliert hat, dann gehen wir an die Wirtschaftsvölker. So machen wir das. Oder die Hälfte der Wirtschaft, also ein Drittel der Wirtschaftsvölker gleich, aber ich mache nie alles auf einmal. Nee, das gut und richtig, oder? Das, ja, also ich fahre damit sehr gut seit etlichen Jahren. Voltaren haben wir auch schon überlegt, ob ich nehme. Ich glaube, in die Runde, wenn man so fragt, weil wenn man auf so Messen geht oder Vorträge, und ich habe mich ja, da haben wir sich ja schon unterhalten, spezialisiert auf das Klima in einer Beute. Ja, weil es heißt immer, du musst gut isolieren. Du musst gar nicht isolieren. Das ist ja so in Deutschland. Aber ich muss feststellen, da sind alle irgendwie falsch dran, weil das ist so ein Mittelweg. Und an dem habe ich mich orientiert. An dem habe ich aufgebaut und habe immer geschaut. Und dann habe ich geschaut, wenn ich was verändere, wie verändert sich das im Volk? Und dann ist halt das so entstanden, wie es entstanden ist.